Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In Deutschland, auf deutschem Boden, soll ganz offensichtlich atomar aufgerüstet werden. Das lehnen wir als Linke entschieden ab. Die Bundesregierung muss jetzt Farbe bekennen und die Öffentlichkeit darüber informieren, was gerade passiert, was gerade von US-Seite geplant ist. Sie muss erklären, warum sie stillheimlich akzeptiert, dass neue Atomwaffen auf dem Fliegerhorst in Büschel in Rheinland-Pfalz stationiert werden sollen, obwohl der Bundestag im Jahr 2010 das genaue Gegenteil beschlossen hat. Der Bundestag beschloss 2010, sich für eine atomwaffenfreie Welt einzusetzen und sich bei den Verbünden mit Nachdruck dafür einzusetzen, die verbliebenen Atomwaffen in Rheinland-Pfalz abzuziehen. Diesem Antrag hatte übrigens auch die CDU-CSU zugestimmt und er deckte sich sogar mit dem damals gültigen Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Bundesregierung. Jetzt passiert genau das Gegenteil. Wie wir auch, aber nicht nur durch Frontal 21 wissen, plant die US-Regierung bis 2020 in Europa lagernde Nuklearwaffen zu modernisieren. In Büschel sollen dann 20 neue Nuklearwaffen stationiert werden, die zusammen die Sprengkraft von 80 Hiroshima-Bomben haben. Mit diesen neuen Waffensystemen wird der Atomwaffensperrvertrag bewusst unterlaufen. Die atomare Aufrüstung wird so weiter vorangetrieben. Zudem bedeutet diese Modernisierung eine gefährliche Provokation gegenüber Russland, weil sie neue Angriffsoptionen bietet. Die USA heizen so die Dynamik für einen neuen Kalten Krieg weiter an und die Bundesregierung macht munter mit. Wann wird man auf dieser Regierungsbank endlich verstehen, dass man Frieden in Europa nicht gegen, sondern nur mit Russland ermöglichen kann? Unsere US-hörerische Bundesregierung schweigt bzw. nickt sämtliche Pläne der Vereinigten Staaten heimlich ab. Und so wichtig es war, die Atomgespräche mit dem Iran zum Abschluss zu bringen, so sehr versagen die Atommächte und auch die Bundesregierung bei der eigenen Abrüstung. Man kann nicht glaubwürdig von anderen Verzicht auf Atomwaffen fordern, ohne selbst zu verzichten. Kein Land der Welt hat das Recht, Massenvernichtungswaffen zu besitzen. Und Deutschland muss gerade vor dem Hintergrund seiner Geschichte auf nukleare Teilhabe in der NATO verzichten. Deutschland besitzt zwar formal keine Atomwaffen, aber die Bundeswehr ist in US-Planspiele für Atomkriege eingebunden. In Büschel stehen deutsche Piloten mit Kampfjets der Bundeswehr für Einsätze bereit. Mit dieser Beteiligung bricht die Bundesregierung ihre völkerrechtlichen Pflichten auf eine Art, die sie bei Nicht-NATO-Staaten zu Recht nie akzeptieren würden. Übrigens geht es auch innerhalb der NATO anders. So sind Griechenland und Kanada schon vor Jahren aus der nuklearen Teilhabe ausgestiegen. Wir sagen, die Modernisierung von Atomwaffen in Büschel muss gestoppt werden, sonst wird ein fatales Zeichen gesetzt, dass das Wettrüsten weitergeht. Oder andersrum, wenn die Bundesregierung hier und jetzt aussteigt, wäre das ein starkes, glaubwürdiges Signal für globale atomare Abrüstung und ein ehrliches Engagement für eine atomwaffenfreie Welt. Gerade in dieser zurzeit aufgeheizten Zeit mit der angespannten Lage in der Ukraine und den Massen an Kriegsflüchtlingen wäre ein solches Zeichen unglaublich wichtig. Wir fordern die Bundesregierung auf, den Abzug sämtlicher Atomwaffen aus Deutschland endlich durchzusetzen und auf jegliche Art der nuklearen Teilhabe vollumfänglich zu verzichten. Ganz nebenbei könnte so übrigens in Büschel ein dreistelliger Millionenbetrag eingespart werden, denn wir wissen, dass ja auch aufgrund dessen der Fliegerhorst modernisiert werden soll und schon jetzt sind wir wieder mit 120 Millionen Euro dabei. Ähnlich wie bei dem US-Hospital in Ramstein, wo wir mit 130 Millionen dabei sind, wäre dieses Geld sicherlich sinnvoller eingesetzt für tatsächliche Arbeitsplätze auch und Zukunft in einer Region, die es dringend notwendig macht, aber nicht für Kriegsspiele mit Atomwaffen. Die Linke streitet weiter für eine atomwaffenfreie Welt und ein atomwaffenfreies Deutschland. Beenden Sie endlich Ihre Hörigkeit gegenüber der USA und machen Sie hier endlich Schluss.
Und ich bin ja froh, dass auch die Grünen meiner Rede zum Teil zugestimmt haben, applaudiert haben. Aber ich erwarte auch von der rheinland-pfälzischen Landesregierung deutlich mehr. Denn auch die rheinland-pfälzische Landesregierung aus SPD und Grüne sind mir da viel zu ruhig. Man hat sich damit abgefunden, dass die Amerikaner das wohl ein bisschen machen. Deshalb, liebe Grüne Bundestagsfraktion, sagen Sie Ihren Kollegen im Mainzer Landtag und Ihrer Ministerin dort, Sie sollen endlich dafür handeln, dass nicht nur die Bundesregierung Druck macht, sondern auch die Landesregierung in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ulrich. So, jetzt der nächste Redner ist der Kollege Roderich Kiesewetter für die CDU-CSU-Fraktion.